So, Rot-Weiß Essen, was habt ihr denn so zu bieten? Da muss ich auf deren Logo klicken. So. Die haben da einen Außenverteidiger stehen. Mittelstürmer mit Hackentrick. Und ach ja, das war der Kanonenschusstyp. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich hier. Da sollten wir eher den Plank nehmen und den dorthin stellen, um das zu verhindern, dass er den Kanonenschuss hier durchzieht. Und vielleicht so, dann können wir einen langen Ball nach da spielen. Nee, aber nee, der Mittelstürmer geht nach vorne. Nee, das machen wir lieber so. Also, ein, zwei Spiele machen wir noch. Dann gehe ich in die Mittagspause. So, Rot-Weiß spielt nach vorne. Platzek am Ball. Platzek zieht nach außen. Und der Torhüter packt's nicht. Also da fehlt jetzt halt der Libero, ne, der darüber geht und auch noch sich in den Weg stellt, dass quasi drei Spieler im Weg sind. Ist halt die Frage, ob das jetzt sich so stark bemerkbar macht. Man könnte auch noch einen nach hinten reinstellen. Zum Beispiel Corbin Ong, der dann hier versucht, den Ball abzufangen. Das würde ja auch gehen. Verteidiger. Geht gut los, ja. Geht richtig gut los. Komm, wir spielen auf die Außenbahn. Kommen nicht mal an dem Typen hier vorbei. Windmüller. Aber wir können die Flanke versuchen. Okay. Die Flanke ins Nichts. Der hält da den Ball. 31 Kontrolle. Da komme ich mit 11 Verteidigung nicht gegen an. Das wird nichts. Schauen wir mal den Abfangspieler hier ein bisschen. Der steht da, glaube ich, auch ganz schlecht da in der Mitte. Da kommt ja niemals ein Ball vorbei. So, wo spielt er hin? Wo spielt er hin? Verteidiger geht zurück. Hackel. Oder Huckle. Hackel wahrscheinlich. Und das war's. Haben wir Glück? Wir haben Glück, Leute. Wir haben Glück. Wir sind am Ball. Und wir haben noch zwei Aktionen. Halt langsam. Wir könnten auch direkt auf Ranicki spielen und dann versuchen, gegen 67 Verteidigung zu würfeln. Ich glaube, der Kopfball ist trotz allem wahrscheinlicher. Oh, er hat ihn pariert. Habt ihr das gesehen? Er hat ihn pariert. Ja, dann jetzt hier. Hoffen wir das Beste. Nein! Oh! Nein, doch, oh! Da wäre fast der Ausgleich gewesen. Schlechter Abschlag vom Torhüter. Ball liegt in der Gegend rum. Nie Glück, ja. So, er kann kostenlos pressen. Was ist mit dir? Verteidigung 5, okay. Kontrolle 27, trotz Pressing. Versuchen wir mal. Nee, Glück ist uns nicht hold. Immerhin kein Foul. Ja, er versucht den Ball abzufangen, springt dran vorbei. Dadurch ist jetzt hier der ganze Laden offen. 2 zu 0 zur Halbzeit. Aber da müssen wir ein bisschen was ändern. Müssen wir ein bisschen umstellen. Das funktioniert so nicht.
Das funktioniert so noch nicht. Also, da hier der Weg zugestellt ist, spielen Sie jetzt immer über links. Und Welsmüller hat defensiv sowieso nichts drauf. Der wäre halt gut, wenn er denn endlich rechte Mitte ist, um schnell die Bahn hoch und runter und einen guten Pass oder eine Flanke zu schlagen. Das heißt für mich, der Typ kommt raus, wir holen uns den rechten Verteidiger dazu. Wir stellen auch hier um, damit es ein bisschen schwerer wird, dahin zu passen. Und wir stellen den Offensiven mal dorthin. Wie war das hier? Domaschke? Doch, der kann von da aus flanken. Er muss nicht vorbeiziehen. Er kann von da aus flanken. Wo ist die Verteidigung? Ja, da ich gerade den Libero verkauft habe, ist da niemand in der zweiten Reihe, der da hin und her rennt und die Bälle abfängt. Aber vielleicht ist die Zeit für unseren neuen Stürmer gekommen. So, das Abfangen. Ihr seid beides Mittelstürmer, ne? Oh, ich weiß gar nicht, wie sich das entscheidet, welcher zuerst losgeht. Dann stellen wir den Kopfball-Typi mal in die Mitte. Der Defensivtrainer bringt nichts. Ja, der bringt halt mehr Erfahrung für die Verteidiger. Aber nicht sozusagen verbessert die Werte nicht schlagartig. So, die Frage ist natürlich, ob wir dann jetzt offensiv noch irgendwie was rausholen, wenn wir hinten so eine lange Linie stehen haben. So eine lange Linie. Wir könnten direkt mal versuchen, den neuen Stürmer hier zum Einsatz zu bringen. Gucken wir doch mal, was der so kann. Warte mal, von hier aus könnte er auch flanken. Passfähigkeit hat er nicht so richtig gut. 34 gegen 20 könnte klappen, gegen 54 wahrscheinlich eher wieder nicht. Deswegen versuchen wir mal einen Gewaltschuss und hoffen, dass da eine Ecke bei rauskommt. Ja. Immerhin eine Ecke. Immerhin eine Ecke. Wir können einen Ball schlagen. Genau, und weil er ein Mittelstürmer ist, hat er automatisch auch die Kopfballfähigkeit, ne? Stellen wir die mal so auf. Jetzt können die Gegner hier versuchen, uns da zu pressen. Und die Chance müsste eigentlich relativ hoch sein, dass Ranicki den Ball erwischt. Ah, er wird da aus der Position gedrängt. Das ist natürlich nicht gut. Beide. Und die Flanke geht ins Tor aus. Oh Mann. Die Würfel sind verflucht. Die Würfel sind verflucht. Noch so ein Windmüller hier. Bayer, komm mal ran an Laden. Oder auch wieder nix. Foul sogar. Und eine gelbe Karte. Und eine gelbe Karte. Komm, kannst dich in die Mauer stellen. Dann brauchen wir aber noch einen, der auch den Ball irgendwie nach vorne spielen kann. Was hast du? Abfangen. Stell dich da hin. Ah. Spiel da einfach mal dreist an der Mauer vorbei. Oh, der Torhüter pariert. Das gibt's da nicht. Ich werd wahnsinnig. Der Torhüter pariert. Dass ich das noch erleben darf. Aber uns rinnt die Zeit durch die Finger, ne? Es rinnt die Zeit durch die Finger. Deswegen gehen wir mal auf Außen. Er hat standardmäßig schon Kontrolle 25, 38. Deswegen stelle ich ihn einfach jetzt nur mal auf die Außenbahn und hoffe, dass das ausreicht. Gegen 9 sollte das wohl kein Problem sein, genau.
Jetzt allerdings motiviert. Motiviert ist faul. Hat ihm aber keine Karte eingebracht. Bayer will ausführen. Bayer will ausführen. Wir bräuchten... Warte mal, Bayer hat einen langen Ball. Genau, deswegen macht er das. Brauchen hier jemanden, der eine gute Flanke schlagen kann. Ach, wir können gar nicht umstellen. Das ist natürlich Murks. Wir können nur direkt spielen. Das heißt, die letzten drei Aktionen jetzt für uns. Kriegen wir wenigstens noch einen Anschlusstreffer? Das ist dann jetzt die Frage. Ich sehe es nicht, aber vielleicht haben wir Glück. Ja, Glück. Glück im Unglück. Anschlusstreffer ist da, aber den Sieg werden wir nicht mehr erringen können. Naja. Immerhin haben wir dann jetzt quasi mit der langen Linie den Konter gegen so einen Sturm gefunden. Das wir uns dann beim nächsten Mal nur noch daran erinnern. So, Bayer war wieder bester Mann. Torhüter hat ordentlich was gelernt, auch wenn er durchlassen musste. Und der Stürmer, das gefällt mir ganz gut, dass der auch immer fleißig Punkte sammelt. Na gut, weiter geht's. Ja, ja, Transfers. Was gibt's denn hier? Wendel wurde neu aufgestellt, aber den brauchen wir wohl nicht. Was heißt neu aufgestellt? Neu auf die Liste gesetzt. Einen 24-Jährigen mit Grätsche und 35 Abschluss, 31 Pass. Wäre verlockend. Aber wir haben auch die Punkte dafür nicht. Und dann wäre auch das ganze Geld weg. Das ist natürlich totaler Unsinn, das zu machen. Banowski allerdings mit 22. So, was sagt die Mannschaft? Wie sieht der Gegner aus? Pfeil, Mittelstürmer, ein pfeilschneller Mittelstürmer. Hein und Einsiedler mit Kanonenschuss. Von daher ist es gut, dass hier der linke Verteidiger steht, damit er nicht in die Position für den Kanonenschuss kommen kann. Dabei bleiben wir dann schon mal. Und wir sollten dann jetzt... Nö, Bayer kann auch stehen bleiben. Das kann nochmal der Mittelfeldspieler. Kann sich mit oder ohne Ball zwei Felder weit bewegen. Ah ja. Ah ja. Die Frage ist mit diesem Mittelstürmer, 46. Das werden wir wahrscheinlich wieder unterbinden müssen. Komm, dann machen wir das wieder so. Dann ist Bayer hier als Anspielstation auf der Mitte. Und Brock lassen wir erstmal draußen. Problem ist auch, der Gegner hat einen Libero aufgestellt. Der wird dazwischen gehen. Schauen wir mal unter Haching, wie es laufen wird. Wie es laufen wird. So, da ist unser Anstoß. Darüber geht es jetzt natürlich nicht. Oh mein Gott. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, oder? Ja, das geht doch, das ist doch richtig motivierend, so ein Start. Geht wieder richtig gut los. Dass Bayer den Ball nicht mal hier an dem vorbeigekriegt hat, hat wieder ein riesiges Pech gewesen. Guck mal, der würfelt 53 gegen 11. Schon wieder. Sag mal, eine 1 hat er gewürfelt. Eine 1. Junge, Junge, du kommst bald vom Platz hier. Also solange du motiviert bist, versuch wenigstens den Ball dann da zu verteidigen. Rums, das klappt. Und verletzt. 25 Tage, was hat er denn? Wissen wir das? Wissen wir wohl noch nicht. Den stellen wir da jetzt auf. Goethe.
Goethe hat sehr wenig Kontrolle. Oder Welsmiller mit Optionen halt hier rauszuziehen. Oder wir stellen ihn gleich dahin. Schilk auf Welsmiller, Welsmiller auf Kalterröhl und dann... Ach, das ist doch schon wieder alles Murks hier. Mist, Mist, Mist. So würde er den Anstoß machen. Versuchen wir mal. Performance von Arminia in Liga 1. Pässe kannst du doch. Gegen 21. Das klappt. Ob das klappt? Nee. 5 gewürfelt. Und der Verteidiger würfelt halt immer im oberen Drittel, wa? So, der kann kostenfrei pressen, weil er ein Außenspieler ist. 31. Das klappt. Jetzt steht er uns allerdings im Weg. 30 gegen 34, 49. Ja, komm, wir müssen es ja versuchen, was soll's? Am Verteidiger vorbeigekommen, nicht aber am Torhüter. Mittelstürmer jetzt hoch motiviert, aber der wird auch den Ball so schnell nicht wiedersehen. Oh, er schlägt den langen Ball, der geht aber nicht dahin, wo er soll. Bleibt hier liegen. Hein muss umdrehen und sich den Ball holen. Das ist schon wieder äußerst unglücklich, weil es dafür sorgt, dass wir alle drei Aktionen hier verbrauchen werden. Und hier einen Weg aufmachen in der Verteidigung. Ne? Grätsche gelingt. Grätsche gelingt. Sorgt aber dafür, dass hier das Tor offen ist. Ja, und seine Motivation lässt auch schon wieder nach. So, was Besseres fällt mir nicht ein. 3 Aktionen noch in dieser Halbzeit. Nummer Uno. Grätsche nicht erfolgreich. Sehr gut. Und damit wird die KI belassen. Jawohl. 0-1 zur Halbzeit. 0-1 zur Halbzeit. Könnten wir jetzt Prock mal aufstellen. Oder ansonsten bin ich ein bisschen ratlos. Falls ihr Ideen habt, könnt ihr die natürlich immer gerne in den Chat schreiben. So, kommt er wieder einfach vorbei. Pfeil zieht trotzdem nach außen. Ne, kommt nicht vorbei. Ball tropft allerdings ab, was auch nicht so optimal ist. Das heißt, Degen, immer flanken. Ja, wegen der Kopfballfähigkeiten. Ne? Wenn er hier hingeht, ist er quasi aus der Außenbahn raus und kann dann auch nicht so weit mit dem Ball gehen. Stimmt das? Ja, nee, jetzt ausspielen wollen wir vielleicht heute mal nicht. Versucht den da zu halten. 11 Verteidigung. Ach, der hat die Grätsche und kommt mit einem Einserwurf durch.
dem Einserwurf. Und was war das jetzt hier? Tunneln? War das Tunneln? Okay. Er geht einfach an Haferfeld vorbei. Ha. Ich glaube, das war Tunneln. Oder hat der ein Dribbling gewonnen? Das ist doch langer Ball hier, oder was? Guck mal, der hat sogar zwei Fähigkeiten. Nee, stimmt. Das eine ist langer Ball, das andere ist... Bin verwirrt. Ist doch dasselbe, was Domaschke hat. Domaschke hat langen Ball. Hm. Okay, dann ist er wohl einfach durchgedribbelt. Kann man ja mal machen. Offensives Mittelfeld, das heißt, sein Schusswert wird nicht so stark reduziert, aber mit 18 gegen die alle anzukommen, wird nichts. Deswegen gehen wir nach außen, auch wenn er kann halt jetzt nicht mehr auf Verteidigungsmodus gehen. Na, mal die Grätschen. So, er könnte pressen. Das wäre kostenlos. Aber wer kommt ran? 1, 2. Dann sind wir wieder da. Der nimmt einen hohen Ball mit dem Rücken zur Abwehr an. Mit dem Rücken zur Abwehr. Also hier. Das müsste gehen. Wenn der Passwert halt gut genug ist. Aber also er geht von niemals von Arminia weg. Na gut. Da soll er halt da bleiben. So, wir versuchen hier nochmal den Ball zu erringen. Das gelingt uns auch, aber mit einer Aktion, also von hier aus können wir halt nicht da rein dreschen. Wollen wir mal darüber passen. Aber das war's. Der verliert den Ball da auch gleich wieder. Immerhin hat er ein paar Punkte dafür bekommen. Na gut, da hat hier Corbin ordentlich seinen Kopf mit dazwischen gehalten. Aber das Spiel ist vorbei. Spiel ist vorbei, Leute. Da haben wir keine Schnitte gesehen hier. Bin mal gespannt, was er denn für eine Verletzung hat, der Bayer. Prock war der beste Mann. Der war so kurz auf dem Feld. Aber bester Mann. So, Corbin kriegt eine Verbesserung. Er könnte Kopfball weiter trainieren. Mit 25 kann man das auch ganz gut machen, würde ich mal sagen. Da mehr Erfahrungspunkte. Hinten habe ich eigentlich noch gar nicht unbedingt gesehen, dass der Gegner auf Flanke oder so geht. Deswegen gehen wir mal vielleicht auf Hingabe. Und Haferfeld hat die zweite Stufe der Grätsche schon fast abgeschlossen. Könnten wir auf Stufe 3 schicken, allerdings ist er 32 Jahre alt. Der wird das hier nicht mehr erleben, dass er dann die dritte Stufe auch tatsächlich abschließt. Von daher gehen wir mal auf Sponsorenwertung. Hier fehlt nicht mehr viel. Metzmüller und Holz könnten rechts nochmal. Ah, und Prock ist eigentlich auch, hatte vorher eine Linksstürmer-Spezialisierung zusätzlich zum Mittelsturm. Könnte man machen. Man kann auch zwei. Es kostet ein bisschen, aber man kann auch zwei Spezialisierungen haben. So, Bayer hat sich verletzt. Er sagt uns trotzdem nicht, was er hat. Es ist sehr heiß. Die Spieler verbrauchen mehr Energie. Gegen Waldhof Mannheim wäre das nächste Spiel.
Ich muss jetzt wieder gucken. Gut. Was hat denn der Gegner so aufgestellt? Gucken wir uns das zumindest nochmal an. Ein Standard-Amateurstürmer mit 42 Genauigkeit. Also entweder stellen wir Schilk jetzt weiter nach vorne oder wir stellen stattdessen Welsmüller oder Holz raus, damit die endlich mal weiterkommen. Würde ich sagen, nehmen wir statt Schilk den Welsmüller, stellen den da vorne hin, das heißt Goethe kann auf ihn passen, er kann nach vorne gehen, versuchen die Flanke zu schlagen. Und das sind Amateurverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger, rechter Verteidiger, der wird von Domaschke geblockt, den man dann aber theoretisch auch runternehmen könnte, weil hier auf der Seite sowieso niemand ist, der zu ihm passen kann. Oder wir stellen ihn zurück, dann kann Plank auf ihn spielen. Plank, und dann kann er versuchen, einen langen Ball hier irgendwie 1, 2, 3, 4, 5... irgendwie hier so kreuz und quer durchzuspielen. Das könnte man machen. Und dann vielleicht statt... Was hatte Brock jetzt? Links oder rechts? Links. Aber er ist fast auf rechts angekommen. Dann würde ich Brock nochmal draußen lassen. Er könnte ja dann vielleicht, weil es ja warm ist und so, dann Raniki ersetzen mit der Kopfballfähigkeit. Und dann schauen wir mal, ob sich das irgendwie ausgeht. Na gut, Leute, aber ich habe es gesagt, ich gehe in die Mittagspause. Hoffe, euch hat das so spontan mit dem Spiel, das eigentlich ja gar nicht so richtig zum Profil passt, trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Hoffe, ihr findet ein schattiges Plätzchen heute mit vielen erfrischenden Getränken und dann sehen wir uns vielleicht heute Abend beim Alex oder so, der streamt ja, glaube ich. Und ansonsten habt einen schönen Tag, macht's gut, tschüssi!